Der Rest ist nun nur mehr ein Kinderspiel. Und wenn wir uns das so ansehen, dann habe ich gleich ein paar zusätzliche Ideen dazu. Man könnte nämlich sehr einfach aus dem Prinzip auch ein Mützchen machen, vielleicht mit mehr solcher Kerben. Also wichtig ist, das Wichtigste zum Falten nachher dieser Pinwheel Purse oder dieser Windradbörse ist, dass die Kerben in die gleiche Richtung laufen. Und dazu, auch beim letzten Seitenteil, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, wo du den beginnst, nämlich unten an der letzten Kerbe. Auch hier wieder in der Mitte zwischen zwei Quadraten einen Faden herausholen und genauso stricken wie die Seitenteile 2 und 3, nämlich immer an beiden Kanten, also immer am Ende der Reihe, eine Kette aus einer Kettmasche eine Masche herausstricken, die Rückreihe rechte Maschen und auch am anderen Ende wieder eine Masche aus dem Kettrand herausstricken. Also genauso stricken bei den Zunahmen wie die Teile 2 und 3, die Seitenteile 2 und 3. Nur dann am Ende gibt es eine kleine Änderung, also bei den Abnahmen wird hier ein bisschen anders vorgegangen. So, nicht vergessen, die Reihe linker Maschen an der Innenseite in dem Fall. Nicht nur in dem Fall, sondern wie immer an der Innenseite, sodass die Kerbe außen erscheint. So, und nach der Reihe linker Maschen beginnen wir wieder mit den Abnahmen. Und beim vierten Teil müssen wir auch bei den Abnahmen an einer Seite das Teil zusammenfügen. So, also du hast jetzt die vier Seitenteile. Und du siehst, dass wir die beim Abnehmen an einer Seite mit dem ersten Teil verbinden müssen, mit dem ersten Seitenteil. Auch das geht ganz einfach. Du kannst entweder am Anfang der Reihe eine Masche aus dem Kettrand herausholen und dann drei Maschen zusammenstricken. Einfacher geht es aber, wenn du die erste Masche abhebst, die nächsten zwei Maschen zusammenstrickst und die abgehobene Masche über die zusammengestrickte Masche stricken. Aber ich würde das so machen, wie wir es bisher gemacht haben, nämlich dass wir am Ende der Reihe, dort wo zusammengefügt werden muss, eine Masche aus dem Kettrand herausstricken. Ich zeige das gleich. Also die restlichen Maschen wieder rechts. Und am anderen Ende, also dort, wo wir nicht zusammenfügen müssen, das ist nämlich die obere Kante, wie immer abnehmen, also die Maschen 2 und 3 entweder zusammenstricken oder überzogen zusammenstricken, die restlichen Maschen rechts. Und ich würde es jetzt dann so machen, der Einfachheit halber, weil wir es bis jetzt auch so gewöhnt sind. Eine Pfote vom Lomo schummelt sich ins Bild und der Lomo ist schon wieder da. Also jetzt hat der Lomo die Videos entdeckt. Bis jetzt war ja immer nur die Lucy an den Videos interessiert, aber der Lomo muss ja alles machen, was die Lucy auch macht. Also am Ende der Reihe eine Masche aus dem Kettrand herausstricken und am Anfang die Abnahmen, also die erste Masche abheben, die nächsten zwei Maschen zusammenstricken und die abgehobene Masche über die zusammengestrickte ziehen. Ich musste mal höllisch aufpassen wegen der Nadeln, damit ich den Lomo oder eine der Katzen nicht aufspieße.
So, und hier am Ende habe ich aus unerfindlichen Gründen, aber du kennst es ja schon, das passiert mir immer, ein bisschen mehr Maschen noch am Rand, also zum Zusammenfügen übrig. Und da schummel ich einfach. Indem ich dann bei den letzten drei Reihen bei der aufgenommenen Masche nicht mehr zusammenstrick. Also auf der Oberkante wie gehabt zusammenstricken, eine Randmasche, eine Masche heben, eine Masche stricken. Also du strickst es ganz normal weiter, wenn sich deine Maschen ausgehen, aber ich habe da wieder irgendwo eine Masche zu viel oder zu wenig. Und daher muss ich schummeln, das musst du natürlich nicht, wenn sich's bei dir ausgeht. Das heißt, ich stricke hier bei der aufgenommenen Masche ohne Abnahmen. Dann geht sich's aus. Und eine Masche herausstricken aus dem Kettrand und beim Zurückstricken nicht abnehmen. Wenn du so wie ich zu viele Maschen dann an dem Ende hast, wo wir das Teil zusammenstricken. Sonst strickst du ganz normal weiter, so wie vorher. So, ich mache da jetzt die letzte. Ich hole die letzte Masche aus dem Rand. Und wenn da jetzt etwas ein bisschen uneben ist, dann korrigiere ich das einfach beim Vernähen des Endefadens. So, im Grunde genommen ist das Teil fertig. Und wenn du nun die Kerben wirklich alle in die gleiche Richtung gemacht hast, dann lässt sich das Ding schon falten. Damit es natürlich wirklich so richtig liegt und sich schön falten lässt, musst du es feucht machen. Also ich habe das dann einfach nass gemacht, das Teil, und habe es dann ein bisschen festgesteckt auf Styropor, in die richtige Form gebracht, richtig gefalten, mit großen Nadeln festgesteckt. Also ich habe das mit ganz dünnen Nadelspiel-Stricknadeln festgesteckt, so wie es dann funktionieren soll. Durch die Kerben faltet es sich schön. Also du siehst hier das Prinzip. Das ist natürlich immer noch ein bisschen dick. Als Börse natürlich nicht wirklich geeignet, aber ein nettes Originell, eine nette originelle Verpackung für ein kleines Geschenk.